Kaspar, Balthasar, Melchior. Lukas, Jannik und Konstantin sind in die Rollen der heiligen drei Könige geschlüpft. Die drei Zweit- und Drittklässler sind als Sternsinger in der Gemeinde St. Stephan im Kölner Stadtteil Lindenthal unterwegs. Heute stehen besondere Besuche auf dem Programm. Im Lindenthaler Tierpark besichtigen sie eine ganz besondere Krippe. Es ist Kölns einzige Krippe mit echten Tieren. Ochs und Esel begrüßen sie. Und auch ihre großen Vorbilder, die Heiligen Drei Könige, sind seit diesem Jahr neu dabei. Geschnitzt aus Mammutholz. Der Mammutbaum ist hier aus dem Forstbotanischen Garten. Die Bäume mussten gefällt werden bei der Trockenheit und sind dann hier als Krippenfiguren gestaltet worden. Besonders ist auch, dass die Künstler Kölner sind. Das sind Mitarbeiter des Forstbotanischen Gartens, die sonst eigentlich Bäume fällen mit der Kettensäge. Und die sich gesagt haben, ich kann doch auch noch was anderes. Und die dann angefangen haben zu schnitzen. Und alle unsere Krippenfiguren sind von den beiden, Dennis Remminger und Meinolf Zabelberg, gestaltet. Grüße Gott, hallo ihr lieben Leute. Die Sternsinger sind bei euch heute. Als Könige sind wir bekannt und werden Kaspar. Die geschnitzten Krippenfiguren, die Tiere und die Besuchenden des Tierparks erhalten den Segen der drei und auch Geld können die Kinder für die diesjährige Aktion Drei König singen unter dem Motto Gesund werden, gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit sammeln. Für die Kinder ist das eine Herzensangelegenheit. Um dann Leuten zu helfen, also die gerade ärmer sind. Also wir gehen eigentlich vor Corona sind wir immer von Tür zu Tür gegangen und haben da den Segen verteilt. Und was macht ihr jetzt mit Corona? Und da haben wir so Tütchen bekommen und dann haben wir das nur in die Briefkästen geschmissen. Nach dem Besuch im Tierpark geht es für die drei Sternsinger weiter zu einem der bekanntesten Nachbarn im Kölner Westen, dem 1. FC Köln. Hier werden Lukas, Jannik und Konstantin von FC-Präsident Werner Wolf persönlich begrüßt und auch hier lassen sie an der Geschäftsstelle ihren Segen zurück. Für den Präsidenten ist der Besuch der Sternsinger eine schöne Tradition. Es ist ein herzerfreuendes Erlebnis. Also zumindest für mich als überzeugten Katholiken ist das etwas, womit ich viel anfangen kann, was mich persönlich beeindruckt, dass die Kinder immer sich noch die Mühe machen, von Haus zu Haus zu gehen und die frohe Botschaft zu überbringen. Und selbst Könige, die die frohe Botschaft überbringen, können komplett aus der Haut fahren, wenn dann doch noch ein ganz weltliches Idol nach dem Training an ihnen vorbeifährt. Ein aufregender Tag für die drei Sternsinger aus Köln-Lindenthal.